Einen wunderschönen, liebe Fatmans Group, und willkommen zurück zu Little Nightmares. Ja, warum zu Little Nightmares? Das hast du doch schon durch. Richtig, haben wir in der letzten Runde durchgespielt und eigentlich habe ich geplant, mit Little Nightmares 2 weiterzumachen. Jetzt haben aber ein paar Leute, ein paar ganz wenige, ich lasse mich sehr leicht überzeugen, haben mich gefragt, ob ich nicht die DLCs auch anschauen könnte. Es sind 3 Stück. Ich habe jetzt mal alle 3 runtergeladen. Wir gucken uns jetzt den ersten davon an. Der heißt, glaube ich, Die Tiefe. Wenn der taugt, können wir die anderen beiden ja auch angucken. Ansonsten machen wir mit Little Nightmares 2 weiter. Und was ich auch noch erwähnen wollte, der letzte Livestream, und zwar Five Nights at Freddy's am Freitag, hat echt Bock gemacht, war richtig lustig. Es waren voll viele Leute da, ich wurde krass supported. Und deshalb möchte ich das diesen Freitag wieder machen, allerdings um 19 Uhr. Also Freitag 19 Uhr, Five Nights at Freddy's. Schreibt es mal in die Kommentare, ob ihr dabei seid. Und wir legen los. So, ich spiele auf jeden Fall nicht mehr mit dem Cape Girl, sondern mit so einem kleinen Boy hier. Und die Betten kenne ich, da waren wir. Genau, das Spiel verläuft, also der DLC verläuft parallel zu dem, was wir mit dem gelben Kapuzenmädel gespielt haben. Ich hoffe, dass wir ein bisschen mehr zur Hintergrundstory erfahren, weil von der Story haben wir eigentlich im ersten Teil überhaupt ja nichts erfahren. Oh nein, dann gibt es ja den Hausmeister auch wieder. Oh nö, auf den habe ich ja gar keinen Bock. Da unten rennt jemand. Das ist ja eh schon der Hausmeister Johnny. Okay, voll viele Zimmer. In den Zimmern sind bestimmt überall die Kinder drin eingesperrt. Boah, der hat die bekommen. Oh. Elendiger. Können wir nur hier lang, oder? Jetzt rennen wir erstmal gern Türstock. Ein Boot. Ach, da ist sogar eine Zeichnung von dem Kapuzengirl, oder? Ja. Sollen wir runter? Ja, muss man, gell? Oi. Das wieder dieser Schleim, den gab es auch im Hauptgame. Dann dieses Auge. Ach, da unten sind wir lang gelaufen, oder? Glaube ich. Ja, genau. Da unten sind wir lang gelaufen. Das weiß ich noch. Da musste man sich hinter dieser Kiste verstecken, dass einen das Licht nicht sieht. Ja, wo geht's jetzt lang? Ich glaube nicht, dass ich da runter muss. Kann mir nicht vorstellen. Ist hier noch irgendwas gewesen? Nein, lass mich. Ja, geh weg von mir. Ja, wenn ich runterspringe, bin ich tot, definitiv. Mann, ich kann nicht vom Start weg schon zu dämlich sein. Versuchen wir mal auf die Kiste da zu springen. Ich weiß, dass ich sterbe, ja? Also lacht mich nicht aus. Ja, mir war das völlig klar. Brauchst du jetzt überhaupt nichts drauf einbilden, dass du da irgendwie das Spiel besser verstanden hast als ich, gell? Was passiert, wenn mich das Viecher erwischt? Lol. Das kann ja jetzt nicht schwer sein am Start. Oh Gott! Ach, ich schäme mich schon wieder so. Ich habe echt bloß Augen, weil es ohne komisch aussehen würde. Oh. Oh, die rennt weg von mir. Warum? Er bleibt da. Wo ist die jetzt hin? Und wer war das? Kapuzengirl war es nicht. Ah ja, den Raum kann ich mir auch noch erinnern. Da war mit dieser
blöden Wippe da. Ne, das ist der nicht. Das ist ein anderer. Doch, hier, genau, da war die Wippe. Da war der Pott. Girl, bleib hier. Die Dumme hat das mit. Oder ist so ein Giftfläschchen im Ding, im Waschbecken. Vielleicht ist das wieder so ein Sammelkäse. Aber mit Sammelei lassen wir uns jetzt nicht ablenken. Lieber falle ich 5-mal von diesem Scheißding runter. Ja, es war einmal. Komm, hopp jetzt. Durch. Runter. Kannst du da auch runterklettern? Du hättest dich doch festhalten sollen, du kleiner Mongo. Nein, jetzt muss ich das da wieder hinschieben. Eine Ewigkeit später. So. Hopp. Wie halte ich mich da jetzt fest? Ah, okay. Wieso bleibt die nicht einfach stehen? Die muss doch auch Schiss hier haben, oder? Sie da reingesprungen? Ich weiß es nicht. Kann ich da aufmachen? Ja. Ne, kann ich nicht. Es geht nur hier rein. Huh! Okay. Waren wir da? Ich weiß es nicht. Merken kann ich mir nicht auch nicht. Nee, nicht nur, dass ich nicht sehe, ich kann mir auch nichts merken. Ich muss jetzt nicht die Holzbox bis da rüber ziehen, oder? Ja, ist ein Koffer. Oh mein Gott. Eine Ewigkeit später. Alter. So, wo ist jetzt das Mädel dahin? Oh, da ist die Taschenlampe. Der hat die Taschenlampe liegen lassen. Warum? Yes. Jetzt haben wir eine Funzel, schau. Zack. Mega geil. Was passiert, wenn ich dich anleuchte? Das ist dir egal. Okay. Ja, geh runter. Ihr seid so eklig. Okay, die können da nicht hoch. Boah, jetzt kommt der hier. Übelst der Mario-Move. Ich glaube, dass du bei Mario nicht ein einziges Mal dich irgendwo... Assassin's Creed noch eher oder so. Auch nicht. Da ist bestimmt was im Wasser, oder? Dieser Ding da schaut schon wieder aus, als könnte man da hochklettern, gell? Aber es... Habe jetzt nicht gesehen, dass das irgendwas bringen würde. In your face. Oh. Alter, was... Muss man denn da so viel schwimmen in dem... Ach, der heißt ja auch die Tiefe, gell? Der DLC. Da macht es schon Sinn. Ich kann nicht schneller schwimmen.
Darunter ist, glaube ich, nicht, oder? Doch. Ja. Wie der da die Kamera automatisch drauf hält. Die Taschenlampe. Ja, geil. Ausgetrickst. Oh, gibt's da jetzt verschiedene Wege? Nee. Alter, das spielt halt komplett im Wasser, Mann. So, jetzt drehen wir den Dampfkessel auf hier. Okay, mach mal nicht. Nee, geht nicht. Da kann man auch hochklettern. Ah, da ist ein Hebel. Da springen wir jetzt rüber. Jetzt geht's bestimmt, oder? Jetzt, Mann. Ey, nimm den Hebel. Oh Gott. Oh Gott. Und das kriegt jetzt keiner mit, oder wie? Ah, jetzt kann ich da hin, schau. Schwimm schneller, kleiner Mann! Oh oh. Ah. Okay, wir müssen quasi ja einfach schneller sein halt, ne? Ich komme da vorm Wasser, kann ich da nicht schon hinspringen, glaube ich. Ich habe das Ende ja noch nicht mal gesehen. Ich muss das aber auch nicht so weit aufdrehen. Vielleicht fließt es da nicht so schnell, das Wasser. Okay, verstanden. Mann. Ja gut, lieber finden wir es so raus, als dass wir es jetzt 50 Mal probieren. Mal, ob es reicht. Ein bisschen noch. Hallo. Ach, der lässt es ab auch wieder. Jetzt stopp. 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 Okay, perfekt. Storytechnisch haben wir ja bis jetzt nichts Neues erfahren, gell? Das Mädel von vorhin ist weg. Hat sich aufgelöst. Das kann ich nicht wegbrechen, oder? Nee. Okay. Wenn es halt nicht so dunkel wäre. Oh, da ist bestimmt wieder was im Wasser. Ja. Ich spüre das schon. Ja, wenn man so ein alter Little Nightmare Crack ist wie ich, dann hat man sowas schon im Urin. Das geht doch gar nicht, oder? Nee, das geht nicht. Puh, das war knapp. Boah, der schmeißt es um. Was bist denn du für ein Larry, Alter? Ja, jetzt steh auf, kleiner Mann. Jammer nicht rum. Hoch. Oh oh. Oh oh. Mann! Ups. Scheiße, das geht. So, jetzt aber. Da, schneller kann ich nicht. Jetzt schwimmen.
So, jetzt, sehr schön. Geht doch. Ja, ja, da bin ich gar nicht, du Pfosten. Der Typ. Boah, geschafft. Glaube ich. Es geht bestimmt noch weiter. Nein, nicht hoch. Nehmen, nehmen. Nein, du sollst da nicht hochgehen. Er geht da hoch. Du sollst diese Kiste wegschieben, Alter. Er geht da hoch. Ach so. War wohl nicht zum Verschieben. Oh, der hält es fest. Aber er hat natürlich, dieses riesige Seeungeheuer hat natürlich nicht so viel Kraft wie dieser kleine Boy hier. Okay, so hoch müssen wir schon mal nicht. Na, so. Und jetzt? Wie komme ich jetzt darüber? Okay, damit kann ich das Viech lenken. Kann ich das Viech auch darüber lenken? Anscheinend nicht. Ne, schmeiß. Doch, jetzt geht er rüber. Okay. Schwimm, kleiner Mann! Schwimm um dein Leben! Das hat mich gerade voll an Dinge erinnert. The Beast Inside. Okay, da können wir wieder hoch, oder? Sehr schön. Sehr schön. Und hier auch, glaube ich. Nee, nicht. Da ist eine Schnur. Kann ich die hochklettern? Nicht, gell? Nee. Was jetzt? Ich kann nicht zurück. Ich kann nicht zurück. Kann da nicht hoch? Kann ich runter? Ja. Was damit? Das hat auch so einen Griff dran. Kann ich das irgendwie? Nee. Kann man auch nicht aufmachen? Was muss ich jetzt machen? Was quietscht denn da andauernd so? Also eine Maus, aber wo ist die? Ja, ab! Da ist ein Haken. Aber da komme ich nicht hin. Ich verstehe es nicht, Freunde. Oh. Bringt das irgendwas? Ah. Haha. Ja, gell? Das wusste ich absolut, dass das passieren wird. Auch wieder ein ganz kleiner Hebel. Okay. Das war wahrscheinlich ein bisschen zu... Jetzt sterbe ich, wenn ich da runterfall, oder? Ja. Aber ich würde sagen, schaut witzig aus. Ich weiß nicht, ob wir noch mehr zu der Story von Little Nightmares 1 erfahren. Ich hoffe es, weil würde mich schon einiges interessieren. Man hat da ja nicht allzu viel erfahren beim Spiel, beziehungsweise gar nichts. Wir werden also hier weiterspielen. Wie gesagt, am Freitag kommt Five Nights at Freddy's im Livestream ab 19 Uhr. Ich hoffe, ihr seid mit dabei. Wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, könnt ihr den Kanal gerne abonnieren, die Glocke aktivieren. Ich würde mich sehr freuen und bis zum nächsten Mal. Remember me for
centuries.